Hätte ich jetzt nicht gedacht von Mauzi. So, was haben wir hier? Drei Himi-Bären. Ein wildes Knuffelinsel erscheint. Ha, und ich hatte jetzt fast gedacht, es klappt. Und hopp. Also irgendwie habe ich es nicht so drauf, dass wenn der Kreis so klein wird, ich das fangen kann. Komm. Alle guten Dinge sind. Keine Ahnung, das war jetzt der vierte Versuch, oder? Alle guten Dinge sind vier? Nein. Okay. Auf jeden Fall, es wurde gefangen. Das ist das Wichtigste ja mit. Ah, eine Sanabeere. So können wir eben auch noch ein paar Pokémon trainieren. Ist jetzt nicht gerade der ereigniswürdigste Part im Spiel, aber tja, muss leider auch mal sein. Yay! Das war nicht so pralle. Aber jetzt muss es gut sein. Komm, jetzt kriege ich dich. Nein, doch nicht. Das ist natürlich Mist. Und erwischt. Yay! Oh, Flottenbonbons. Gut, ist in meiner Pokémon-Box und dann werde ich auch erstmal. Nein, eigentlich wollte ich jetzt nicht mehr kämpfen. Ich habe dich aus dem hohen Gras beobachtet. Aber gut. Wir haben nicht mehr in Topform Pokémon, aber wir haben Pokémon, die Camperkuno nebenbei, der fordert mich heraus, die noch Power haben. Er hat einen Happy Tag. Vielleicht kommt hier Pikachu. Nee, es kommt Evoli. Mein letztes top ausgestattetes Pokémon. Egal. Komm, Rückzug hieb, mach es fertig. Evoli, du hast die Angewohnheit, mich immer wieder zu überraschen, wie du reinhaust. So, Sachlage geklärt, wie ich will nicht mehr kämpfen. Joghurt. Haben wir es geklärt, weil immens bei Superbälle. Davon wartet noch ein Blutzug auf mir und das will ich auffangen. Ich will sie alle fangen. Da, 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 da. Beutel, probieren wir mal den. Immerhin, wir haben 18 Superbälle. Probieren wir die. Jetzt noch zielen? Oh, muss ich ja noch drücken. Ich habe in die gegenteilige Richtung gezielt. Oh Gott, das wird jetzt eine ultimative Superballverschwendung hier. So, jetzt geradeaus. Oh Gott. Und ich weiß, ich habe bestimmt fünf oder so verschwendet. Oder sechs, oh Gott. Ah, ich glaube, ich bleibe erstmal bei normalen Pokébällen. Da kann ich wie ein Verschwenderischer damit halt umgehen. So, seine großen Augen fungieren als Radar. Im Licht kann man erkennen, dass sie aus unzähligen sehr kleinen Augen bestehen. So,
Team Team, oh Gott, Pikachu war ja. Nicht mehr ganz so gut, besser. Gut, ich gehe mal kurz zurück zum Pokémon Center und. Ja, heilen wir mal kurz und dann. Ja, schauen wir mal weiter. Würde ich mal sagen, klingt nach einem guten Plan. Guten Tag, werte Dame. Könnten Sie meine Pokémon heilen? Vielen Dank. Gut. Dann könnte ich noch eine Sache nämlich machen. Beutel, Pokémon-Box nämlich. Erstens, paar Pokémon austauschen. Ich finde es jetzt mittlerweile ehrlich gesagt super toll. Bewegen erstmal, weil ich will. So. Ich bin ein kleiner Ordnungsfreak, das gebe ich gerne zu. Und die Reihenfolge, wie mein Team haben, will ich auch oben haben. Nein. So. Stufe 8, 7, 8, 8, 5. So, dann schicken wir welche am Professor. So, den, weil der ist 8 Stufe 8. Ich will hier nur einen behalten. Da können wir eigentlich alle Ratzfratze wegschicken. Oh, Mauzi, ja stimmt, haben wir ja zwei gefangen. Da können wir dich wegschicken. Pipi, dich wegschicken. Aber ich glaube, dann reicht es erstmal wieder. So. Ein Flott-Bonbon plus und Energiebonbon. Okay. Gut, dann wollte ich ja einen kleinen. Sch nee. Nein, 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 nein. So. Dem Team hinzufügen. Genau. Was wollen wir mal wegtun? Ich glaube, Nidoran hauen wir raus. So, entsprechend noch bewegen. Stimmenknopffenster hätten wir auch wegschicken können. So, einfach damit die Bits ein bisschen leerer ist. So, die zwei kommen noch weg und dann war's das. So, habe ich irgendwie nicht viel gefangen, finde ich immer. So, gut. Team ist bereit. Dann geht's weiter. So, oben gibt es etliche Trainer, die ich noch besiegen muss, bevor ich zum Pokémania komme. Dann kann ich ein paar Pokémon noch fangen. Ja. Schauen wir mal mit dir, dann. Was bist du denn für einer? Ich kann einfach keine Pokémon trainieren. Es tut mir auch total leid, dass dieses Glumanda immer noch so schwach ist. Ich würde es gerne einen fähigen Trainer übergeben, der es richtig trainiert. Also, ich habe po 50 Pokémon gefangen. Du musst schon mindestens so viele fangen wie ich, sonst verdienst du mein Glumanda nicht. Hat er mir jetzt indirekt sein Glumanda angeboten? Bin geil cool, yay! Also jetzt bin ich motiviert, Pokémon zu fangen. So, ich komme zwar gerade vom Murrenberg, aber ich bin kein bisschen müde. Ich glaube, ich habe ein Problem. Wanderer Oscar. Also weniger mit dem Trainer ein Problem, sondern mehr so, ich wollte eigentlich drin drin. Ein Onix. Komm, ein kleines Taubsi. Sandwirbel erstmal. Schmeiß seine Augen mit Dreck voll, dass er nichts mehr sieht. Okay, so viel war das denn, wenn das ein Volltreffer war.
Okay, das wird aber auch nicht viel anrechnen. Ah, ein bisschen mehr schon. Okay. Hä? Ein Tipp verfehlt. Ich glaube, Rückzug wird aber dafür wenig machen. Und wie wenig das ist. Okay. Taubsi, du bist weg. Komm, Knopfenser. Ach ja. Das hätte mir eigentlich klar sein müssen vorher. Sehr gut. Sandwirbel. Ja, wirkt noch. Au. Ja, das ist sehr effektiv. So, komm, Rankenhieb. Und weg, Biste. Gut, Kleinsteine lernen Geduld. Also für den ersten, zweiten Arena-Kampf werde ich die Kleinsteine zwar wahrscheinlich nicht einsetzen, weil offensichtlicher Grund. Ah, ich kann trotzdem vorbei. Super. Spezialverteidigung. Aber wie gesagt, dritte Arena. Und wenn man, wenn ich sie damit rechtzeitig trainiere, oh Gott. So, nehmen wir die normalen Pokébälle und hoffen wir mal, dass es klappt. Wenn ich die normalen Pokébälle. Na, das ging ja. Überhaupt. So, komm. Mach mal so. Wow. Ständig hat es nicht geklappt und. So, geh doch. Ah, in der dritten Arena wird mir Kleinstein große Hilfe sein. So, fertig. Ja, habe ich endlich mal den Satz. Du nervst! Nein. Nein. Ich kann das, glaube ich, nicht. Oh, das ist voll peinlich, ey. Okay, gut. So, dann kriegst du hier halt eine Himibäre. Und dann bist du hoffentlich ein bisschen leichter zu fangen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ha, geht doch, yay. Yay, Level Up für Kleinstein und für Pikachu. Was ist ein Doppelteam nochmal für eine Attacke? Erzeugt durch schnelle Bewegung eben Bilder, die einen Fluchtwert erhöhen. Das macht. Die Attacke macht in diesem Spiel für mich null Sinn. Weil Fluchtwert ist nur bei wilden Pokémon wichtig. Und wir kämpfen ja nicht mehr richtig. Ich meine, ich beschmeiße ja nur noch hier mit Pokébälle. So, komm. Großartig. Juhu. Ach komm. Einfach fabelhaft. Und jetzt wirst du gefangen, mein Freund. Bleib im Pokéball, bleib drin. Du, wir müssen uns nochmal ordentlich unterhalten. Mein Vorschlag, du kriegst jetzt hier eine schöne kleine leckere Beere. Ham, ham. Und dann fang, fang. Ist das ein Deal? Können wir uns darauf einigen? Yay. Ich glaube, der Deal ist geglückt so. Oh, Flügelschlag für Taubsi. Ne? Sag ich doch mal nicht nein, ne? Ah.
Spiegeltrick mag ich irgendwie. Ich lasse sie trotzdem mal da. Es ist ein Flug-Pokémon, das macht Flugdinger. Also Flug, Flug. Attacken, ja. So, Evoli ist auch ein Level up. Oh, Biss. Okay, machen wir es so. Biss ist die stärkere Attacke eigentlich. Haben wir es alles erledigt? Endon. Es wird von chronischen Kopfschmerzen geplagt. Ob es seine Psychokräfte aus eigenem Willen einsetzt, ist unklar. Auf jeden Fall ist ein Endton. So. Hey, bleib auf dem Boden. Es bleibt auf dem Boden. Gut. Damit ist es jetzt meins. Komm. Nein. So. Jetzt aber. Du bist meins, bleibst meins. Bleib in Pokéball. Wie? Das ist mir entkommen? Das Ding kratzt jetzt an mein Ego hier. Er sieht mich nicht. Okay, mach mal dich hier fertig. Und dann gehen wir nach unten. Wir besiegen sie alle, die ganzen Trainer. Wir machen sie fertig. Vogelprofi Ludger. Und Tauboga. Ich hoffe, er mag es von Taubsi fertig gemacht zu werden. Serviere ihn ab. Flügelschlag. Oh Gott, der ist Stufe 15. Okay, jetzt habe ich, glaube ich, ein Problem. Yep, ich habe ein Problem. Darum gehen wir die Sache leicht anders an jetzt. So, wechseln wir in Pikachu ein. Und Donnerschock. Oh Gott. Das ist sehr effektiv, will ich doch schwer hoffen, denn der muss weg. Ach Gott, nein. Sandwirbel auch noch. Oh. So, Rückzugheap. Nein! Hat die Ta Attacke verfehlt. Der will jetzt hier meinen Pikachu blind machen, nehme ich mal an hier. Verdammt, nein! Dafür macht er Rückzugheap. Nein! Pikachu! Und tschüss. Damit habe ich nicht ganz gerechnet. Verdammt. Komm, Radfratz. Du klärst die Lage. Du machst ihn fertig. Ah, nee, wir machen schon Ruckzuckhieb. Ich lass mich nicht drauf ein, dass ein Tackle reicht. Und Ruckzuckhieb hat zu knapp gereicht, wie, wenn man so interpretieren kann. Gut. Knuffenser reicht Stufe 14, das ist supi. Kleinstein Level 9. Steinwurf. Jo, die soll er erlernen. Ah, dumme Sandwirbel weg. Die können schon genug Pokémon im Moment. Okay. Ich erhalte drei Pokébälle, ist gut. Dann ziehe ich mich kurz erstmal zurück. Na ja, toll, da hätte ich gehen können.
Aber ich müsste mal hier ein paar Pokémon trainieren. Weil ich. Ja, sie sollen zumindest ein paar Level up sein. Und hopp. Ist es nicht Beste, was ich machen kann? Aber hey. Irgendwas muss ich ja machen. Gut. Gefangen ist gefangen. Außerdem will der andere mit seinen Glumanda, dass ich mindestens 50 Pokémon gefangen habe. Und eigentlich sollte das doch drin sein, ne? Kann ich ihm somit auch erfüllen. So, wildest Anton erscheint. So. Ach komm, die eine Sekunde, die ich zu früh dran war. So, und ich will das immer erst ohne Bäre probieren. Weil irgendwann gehen die mir sonst auch noch aus. Vor allem bei dem hier. Aber gut, ich habe hier 21, ich kann da eigentlich noch ein bisschen ausgiebig sein. Und hopp. Hey, ich habe noch nicht mal fertig gesprungen. Ach komm. Anton, du nervst mich jetzt schon. Yay. Ein Anton wurde gefangen.